waletha mathamsanqa. Yabo! Wir erreichen nun das Tor zum Ngorongoro Conservation Area. In dieser Ära ist es den Maasai erlaubt, zu leben und Viehzucht zu betreiben. Unser Safari-Guide Alpha erledigt die Formalitäten für den Besuch des Nationalparks. Wir begeben uns in der Zwischenzeit zu dem Aussichtspunkt, um in den Krater zu schauen. Wir müssen eine Weile warten, bis sich die Wolken und Nebelschwaden verzogen haben und den Blick freigeben auf den Krater. Eine fast unwirkliche Landschaftskulisse. Ein steiler Kraterrand zieht sich in einer Höhe zwischen 2200 und 2400 Meter um eine gewaltige Caldera, deren Boden rund 600 Meter tiefer liegt. Auf der Rückfahrt von der Serengeti werden wir in den Krater einfahren. Unsere Fahrt geht weiter und wir passieren das Grabmal von Michael und Bernhard Schimek, die viel für das Entstehen der Nationalparks geleistet haben. Michael stürzte hier am Krater mit seinem Flugzeug ab. Unsere Fahrt geht von der Höhe des Kraters stetig bergab. Die Landschaft verändert sich langsam und es kommt immer stärker eine Savannenlandschaft zutage. Hier in der Conservation Area leben die Rinderherden der Maasais und die Wildtiere zusammen. Unaenda wapi? Usije hapa. Heute geht unsere Pirschfahrt in den Ngorongoro Krater. So ungefähr wird unsere Pirschfahrt im Krater aussehen. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Die Gelegenheit, Ostafrikas Tierwelt in so kurzer Zeit auf einen Fleck zu beobachten, ist einmalig. Wir fahren nun die Einbahnstraße Seneto Descent Road herunter in den Krater hinein. Der Ngorongoro ist ein Einbruchskrater am Rande der Serengeti. Er entstand an dieser Stelle, als ein Vulkanberg zusammenbrach. Der Kraterboden liegt auf 1700 Meter und da befinden wir uns jetzt. Etwa 25.000 Großsäuger bevölkern den Krater, darunter die höchste Raubtierdichte Afrikas. Daneben gibt es im Krater unter anderem Elefanten und ungewöhnlich in dieser Gegend Flusspferde. Und dahin machen wir uns nun auf den Weg zum Hippopool.
In der Ferne sehen wir einen Elefanten, wahrscheinlich ein Einzelgänger. Er kommt geradeweges in unsere Richtung. Einige Safari-Fahrzeuge bleiben stehen und beobachten ihn ebenfalls. Er behält konsequent seine Richtung bei. Wie an der Schnur gezogen, kommt er den Fahrzeugen immer näher. Wird er sich durch die Fahrzeuge durchwagen? Unbeirrt hält er seine Richtung bei und quetscht sich durch die wartenden Fahrzeuge hindurch. Gigantischer Anblick. Es ist immer wieder lustig, den Warzenschweinen beim Fressen zuzuschauen. Bei der Aufnahme von Gräsern lassen sie sich tatsächlich auf die Knie nieder und schieben sich in dieser Haltung vorwärts. Eine Vielzahl von Afrika-Kronkranichen bevölkern die Savanne des Kraters. Es ist fantastisch, sie so in unmittelbarer Nähe zu beobachten. Direkt neben dem Fahrweg liegt doch tatsächlich ein Löwe. Nach einer Weile werden ihm wohl die Schaulustigen etwas zu lästig und er begibt sich etwas weiter weg, in die Nähe eines weiteren Löwen und betrachtet von dort die Touristen. An diesem beliebten Picknickplatz machen wir unsere Lunchtime. Das klassische Safari-Lunchpaket haben wir dabei. Hühnchen, Sandwich, hartgekochtes Ei und Chips. Wir verlassen nach einiger Zeit den Picknickplatz und machen uns auf den Rückweg. In unmittelbarer Nähe des Weges liegen zwei Löwinnen und wir halten natürlich an.
Nachdem wir sie eine Weile beobachtet haben, Fotos und Video gemacht wurden, setzen wir unsere Rückfahrt fort. Ab und zu halten wir an, um den fantastischen Blick in die Caldera zu genießen. An den Kraterhängen halten sich Elefantengruppen auf. Unten in der Ebene des Kraters begegnet man sie nicht. Dort trifft man nur auf Einzelgänger, wie ihr lebt. Oberhalb des Wäldchens Liral Forest windet sich in vielen Serpentinen die Ascent Road als Einbahnstraße zum Kraterrand zurück. Nach jeder Kehre erschließt sich uns ein neuer Blick in den Krater. Wir lassen unsere Pirschfahrt im Krater noch einmal Revue passieren, um dann am späten Nachmittag unsere bekannte Country Lodge in Karatu zu erreichen.